Es ist ja toll, wenn man in so wenigen Tagen so viel Grund zur Freude hat. Und ich habe schon wieder einen. Ich glaube, Sie auch. Michael Bohne wird zu uns sprechen. Und das ist schon was Besonderes, wenn jemand, der sozusagen das hat, wie er sein Programm genannt hat, PEP. Und mehr als das, ja, richtig viel PEP. Aber er hat nicht nur das, sondern was ich bei Michael immer so sehr schätze, ich spreche gerne vom gegenseitigen Dienstleistungsverhältnis von Ideen, Konzepten, Techniken und Theorien. Statt gegenseitiges Dienstleistungsverhältnis von Ideen, Konzepten, Theorien und Techniken. Statt blöde Konkurrenz. Und ich habe das Gefühl, das lebt der Michael, hochkompetent. Und ich bin jetzt schon wieder gespannt, welche Dienstleistungsverhältnisse neu dazugekommen sind und was da so alles los ist. Immer wieder für neues Gut, einfach PEP. Michael, vielen Dank für alles, was du tust und auch für das Initiativsein hier bei der Konferenz. Danke. Danke. Ganz vielen Dank. Ja, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, liebe Freundinnen, liebe Freunde, liebe Konkurrentinnen, liebe Konkurrenten, die man ja als Auftrittszeug nicht kennt, weil das macht ja Stress, wenn man Konkurrenten hätte. Also ich nenne das mal Mitbewerber oder Team-Mitplayer. Ich möchte Sie auf eine kleine Reise mitnehmen in die Denkweise und Arbeitsweise, die ich in den letzten Jahren entwickelt habe. Und ich bin ja sozusagen aus der Psychiatrie gekommen, wollte ich gerade sagen. Also man hat mich dann rausgelassen. Einige wollten mich da behalten, das stimmt schon, aber ich bin dann gegangen, freiwillig, und habe ganz vieles gesehen und gelernt und bin für alles dankbar. Und gerade Gunther Schmidt ist jemand, der mich am wahrscheinlich meisten mitgeprägt hat. Und dann habe ich das Klopfen kennengelernt. Und das Klopfen hat mich fasziniert, weil ich Auftrittscoach bin seit 18 Jahren, Menschen unterstütze, die auf der Bühne stehen. Und so als Redner, ich kann mir das übrigens erlauben, so ein bisschen zu zittern. Ja, das wird mich gar nicht stören, weil ich rede und ich freue mich und dann ist meine Hand ein bisschen aktiviert. Aber wenn ich mit einem Geiger arbeite, ein Geiger darf nicht zittern und ein Sänger schon gar nicht, weil das Zwerchfell dann zittert. Das heißt, bei diesen Menschen habe ich extrem viel gelernt, was Auftritt, was Trauma angeht, wenn man auf einer Bühne echt abschmiert und alle kriegen das mit. Das ist katastrophal, weil das nicht nur irgendwie was Schlimmes ist, was keiner mitgekriegt hat. Alle haben es mitgekriegt. Also das, da habe ich viel gelernt. Da habe ich das Klopfen kennengelernt. Und dann habe ich gemerkt, nee, so kann ich das nicht weitermachen. Ich muss das entmystifizieren, ich muss das verändern. Und dann habe ich eben durch das Klopfen die Lösungsblockaden kennengelernt. Und das hat mich komplett geflasht, was ich da entdecken durfte. Und dann ist mir was klar geworden, dass es hinter dem Klopfen und den Augenbewegungen, die ich alle super gut finde und sehr schätze, diese Techniken, gibt es was, was wesentlich wichtiger ist. Das habe ich intuitiv, ich bin Praktiker, das habe ich intuitiv in der Arbeit gemerkt. Und dann habe ich die Schriften von Stephen Porges gefunden. Und dann war ich komplett, also hypnotisiert, fasziniert, wenngleich das nicht so leicht zu lesen ist, finde ich. Aber was Stephen Porges erklärt, das Polyvagalsystem, das, mit dem kann ich unheimlich viel erklären von dem, was ich mache. Und dann wird auch klar, dass Rahmung und Haltung nicht irgendwas ist, sondern was ganz Spezielles. Also Haltung, Rahmung, Bonding, also Bindung. Und Aktivierung von Selbstwirksamkeit als nichtsprachliche Interventionen für gelingende Veränderungsprozesse. Sei das Coaching, sei das Psychotherapie, sei das Traumatherapie. Oder jetzt mal anders formuliert, die Beendigung der Diffamierung hochwirksamer Wirkfaktoren als sogenannte unspezifische Wirkfaktoren. Da komme ich gleich noch drauf zu sprechen. Es gibt keine Realität außerhalb von Beobachtern. Man könnte sagen, ja, ist ein alter Hut, ist doch alles systemisch alt. Mein Gefühl ist, dass ich bin da ja auch so sozialisiert, dass wir immer mal wieder vergessen, was das heißt, Kybernetik und erster und zweiter Ordnung. Und dass wir Realitäten schaffen mit unserem Dasein, mit unseren Worten, mit unserem, und jetzt nach Porges, mit unserer Art und Weise in Bindung, in Kontakt zu treten. Das kann man gar nicht wichtig genug nehmen. Und von daher, ich freue mich auch übrigens immer wieder, wenn ich das von anderen höre. Somit sind aus hypnosystemischer Sicht Haltung, Rahmung, auch das Matching. Welche Menschen finden da eigentlich zusammen? Und die spezifische Beziehungsgestaltung, die wir da inszenieren, wesentliche nichtsprachliche Zutaten der therapeutischen Realitätskonstruktion. Keine Angst, das bleibt nicht so theoretisch von den Wörtern, weil jetzt ist natürlich unser linkes Hirn ein bisschen aktiviert.
Es hat etwas Perfides und Despektierliches, diese realitätskonstituierenden Aspekte von Therapie als unspezifische Wirkfaktoren abzutun. Das Spezifische ist das, was wirklich wirkt. Und das Unspezifische ist das, was dieser Mädchenberuf, so Psychotherapie, ne, die machen da so ein bisschen, die reden so, ne, und dass die da, ja klar, dass man mit einem zusammensitzt, das ist schon wirksam. Und dass ein Therapeut an das glaubt, was er macht, ist auch wirksam. Aber das sind ja keine spezifischen Wirkfaktoren. Ich habe neulich mit einem sehr, sehr netten, sehr lieben Forscher, ich sag den Namen jetzt nicht, auf einer Tagung gesessen beim Abendessen in einem sehr schönen Restaurant, ist ein Professor für Medizin. Und neben mir saß Ernil Hansen, der Professor für Anästhesie ist. Und der, finde ich, beeindruckende Sachen macht. Der macht diese Wachkraniotomien, das heißt Gehirnoperationen, wo der Schädel aufgeschnitten ist, die Schädeldecke zur Seite gelegt wird und im Gehirn operiert wird, während der Patient wach sein muss. Weil man muss gucken mit dem Skalpell, wie nah kann ich rangehen an das Gewebe und wann ist es zu weit. Und das kann man nur mit Hypnotherapie vernünftig gut machen. Das macht er. Und ich mache Klopfen. Also erstmal so als Branding. Dahinter ist ganz viel anderes. Aber das ist das so, Bohne ist doch der Klopfer, die Klopfbohne sozusagen. Ja? Wir saßen da abends beim Essen und dieser nette, wirklich nette, den ich sehr wertschätze und der ganz tolle Arbeit macht, Professor sagte, na ihr beide mit dieser Hypnose und dem Klopfen, das ist ja sowas Metaphysisches. Und ich so, nein. Und er merkte das und sagte, na ja, das ist aber nicht physikalisch. Und ich dachte so nur, nein. Und dann rang er so und dann, na, aber das ist auf alle Fälle nicht pharmakologisch. Und er sprach es aus und merkte, was er gesagt hat und wir haben abgeklatscht sozusagen und das ist Medizin. Das habe ich, so bin ich auch groß geworden. Ne? Das eigentlich Wirksame ist das mit Medikamenten, das andere ist so ein bisschen Beiwerk. Ne? Nehmen wir sowohl die Idee vom Menschen als biopsychosoziale Einheit, und da kann man mal auch X-Kühl nochmal sozusagen erwähnen, und gleichsam als Bindungswesen, als auch die Definition des Gehirns als soziales Organ ernst, so kann es sich hierbei nur um hochspezifische Wirkfaktoren handeln. Wenn wir eine gute Beziehungsgestaltung machen, als Menschen übrigens, wir sind Menschen, dann ist das hochwirksam für Menschen. Und nicht irgendwas. Wir entwerten uns selbst, wenn wir das als unspezifisch beschreiben. Also ich könnte gerade ausrasten, wenn ich das höre. Und ich habe das ja auch andauernd so gefaselt die letzten Jahre. Auch die Nutzung von Selbstwirksamkeitserfahrungen in der Therapie, wie zum Beispiel Klopfen, aber auch ganz viele andere Ansätze, haben eine wesentliche und das Embodiment, das Empowerment des Klienten fördernde Wirkung. Man kann durchaus die Beobachtung machen, dass der Erhaltung, der Rahmung und der Aktivierung von Selbstwirksamkeit in vielen Therapieschulen ein Hauch zu wenig Bedeutung geschenkt wird. Da kommt es dann auf Inhalte an. Ich sehe das auch bei den Supervisionsfragen meiner Teilnehmer. Ja, dann habe ich da mit dem das geklopft und dann hat nicht funktioniert. Ne? So, also allermeistens muss ich ehrlich gesagt nochmal zum Start und keine 4.000 Mark einzunehmen und sagen, was war das Anliegen des Klienten nochmal? Ne, Kunde klagender Besucher und das geht einem natürlich immer mal flöten und dann ist ja die Frage, wie hast du den Prozess gestaltet? Übrigens auch Räume schaffen Rahmung. Wie sind die Räume, in denen wir arbeiten eigentlich? Wie sehen die aus? Fühle ich mich als Mensch da atmosphärisch wohl? Wie ist denn mein Anrufbeantworter eigentlich besprochen? Das ist eine atmosphärische, das ist das erste Bindungsangebot, was wir machen. Ich habe ja immer wieder Anmeldungen für meine Kurse und manche Leute sind so ähnlich wie ich, die haben eine Schrift, die im Grunde niemand so richtig lesen kann, auch man selbst nicht, ne? Und dann kann ich die E-Mail-Adresse nicht lesen. Dann rufe ich da an, weil ich sage, ich würde Ihnen gerne die Bestätigung rausschicken, wie war nochmal die E-Mail-Adresse, wenn ich das im Internet nicht finde. Und dann mache ich immer wieder den Kontakt mit so verschiedenen besprochenen Anrufbeantwortern. Ja? Also was eine Variante ist, ist zum Beispiel sowas. Guten Tag. Das ist die Praxis für tiefenpsychologische Psychotherapie. Bitte rufen Sie mich am besten gar nicht an. Und wenn, dann alle 4 Wochen mittwochs zwischen 11:04 und 11:11. Das ist eine richtig herzliche Einladung, dachte ich mir so. Ne? So, ich will da niemandem zu nahe treten, aber das ist ein Bindungsangebot. Manfred Prior hat die Minimax-Intervention geschrieben. Das ist eine ganz spezielle, hochwirksame Intervention, die wir gerade abgelassen haben. Jetzt kommt der Klient komplett anders bei uns rein. Räume schaffen
wie sitzen wir da? Was für eine Atmosphäre haben wir da? Darf man vielleicht noch was trinken, wenn man gerade emotional komplett durcheinander ist? Also sowas, ne? Wie ist denn das Tageslicht da? Wie riecht denn das in den Räumen? Überhaupt die Rolle der Architektur bei emotionalen Veränderungsprozessen, das ist aus meiner Sicht viel zu wenig berücksichtigt. Ich war begeistert, als Gunther gestern erzählt hat, dass die Patienten mitentschieden haben, wie der Weiteranbau der Klinik aussehen soll. Aus den Gründen übrigens fällt mir gerade ein, mache ich Fortbildung auch nur an schönen Orten, also wo ich mich wohlfühle und wo ich finde, Fortbildung ist mindestens so herausfordernd wie Psychotherapie. Weil unsere alten Weltmodelle, wenn es gut ist in Fortbildung, werden leider ziemlich sozusagen gegen den Strich gebürstet. Und das macht Angst. Ja, das macht kognitive Dissonanz und Angst. Und da muss ich irgendwie auch dafür sorgen, dass es ein Bonding, ein Halten gibt. Sozusagen, das klingt jetzt ein bisschen, sagen wir mal, übertherapeutisch vielleicht, aber das erlebe ich ja bei mir selbst. Wenn ich ganz neuem Wissen begegne, kann ich das übrigens nur annehmen von Leuten, die mir sympathisch sind. Ja, und am besten noch in Atmosphären, wo ich sage, okay, da öffne ich mich jetzt. Also finde ich einen wichtigen Aspekt auch. Können Sie mir nachher 10:05:1 sagen? Der Vortrag soll zu Ende sein um 15 Uhr, glaube ich. Ne? Weil wenn ich im Flow bin, das ist ja ein Hypnose, ein Trance-Phänomen, dann setzt eins komplett aus, nämlich die Zeitwahrnehmung. Also 10, richtig so 10, 5 und 1, dann kann ich dann eventuell auch pünktlich aufhören. Nee, mache ich definitiv. Kontinuierliche Auftragsklärung, auch für Teilschritte in der Therapie oder im Coaching, vermitteln dem Klienten immer wieder eine Erfahrung von Selbstwirksamkeit. Das ist doch wichtig. Selbstwirksamkeit müssen wir immer wieder herstellen. Wenn ich immer wieder frage, wobei genau kann ich Ihnen da behilflich sein? Und verstehe ich Sie richtig, dass das Thema, Mensch, da ist was Schlimmes, Sie haben gerade erzählt, da kommt auf einmal eine Erinnerung auf, die Sie noch gar nicht hatten. Und da ist was ganz Schlimmes passiert in Ihrem Leben. Verstehe ich das richtig, dass Sie auch hier mit mir daran arbeiten wollen? Denn dass da jemand was Traumatisches erlebt hat, das legitimiert noch gar nicht, dass ich mich da einmische, ja? Also da immer wieder gucken, saubere Auftragsklärung. Natürlich gehen mit einem die Pferde durch. Ja? Wir alle haben so ein bisschen Trainingslager. Also was muss ich denn machen, um Psychotherapeut zu werden? Hä? Früh anfangen. Also Stargeiger, Weltklasse-Geiger fangen nicht mit 11 oder 12 an. Die fangen mit 3, 4 oder 5 an. Ja? Und dann werden die gut gefördert, dann werden die Weltklasse. Können die das werden? Wenn ich ein Weltklasse-Psychotherapeut werden will, oder auch einfach ein guter Psychotherapeut, dann kann ich doch nicht mit 18 erst anfangen. Ich muss in der Kindheit schon andere gerettet haben. Ja? Ich muss einen psychotischen Vater, eine alkoholkranke Mutter gehabt haben oder einen traumatischen Opa. Aber ich muss doch sowas gesehen haben. Ne? Und das ist gut und okay und normal. Ja? Weil den Normopathen gibt es sowieso nicht. Und dann kann es auch sein, dass mit uns mal die Pferde durchgehen, weil wir eben so ein bisschen Trainingslager im Helfersyndrom vielleicht mal hatten, phasenweise. Das ist okay. Das wäre nur gut, wenn man es irgendwann mal professionell transformiert und überwindet. Also immer wieder Teilschritte, ist es okay, dass wir beide hier dran arbeiten. Konsequente Würdigung der Kooperationstypen, Kunde, klagender Besucher, befriedigt übrigens, dass wir das mal biologisch runterbrechen, auch die Grundbedürfnisse für Autonomie, Selbstwirksamkeitserfahrung, gesehen werden und Sicherheit aus Seiten des Klienten. Das ist für mich mit das Wichtigste, das ich überhaupt gelernt habe in allen Psychotherapieausbildungen. Diese kleine Dreisprung von Kunde, klagender Besucher. Und ich bin immer wieder erschrocken und eigentlich sogar erschüttert, wie oft das uns wegrutscht. Unsere Haltung. Das hat übrigens Jeffrey Syke gesagt, das ist eine tiefe Trance-Induktion. Ich würde auch sagen, und unser Wording, und da finde ich den Kapitel in unserem Buch Reden reicht nicht von Matthias Ohler total beeindruckend, was die atmosphärische Thematik und die Sprache, wie gestalte ich eigentlich Realität über Sprache, ganz wichtig, wir inszenieren damit Realität. Das ist auch alles irgendwie, weißt du, das hören wir ja schon jahrelang, aber was das für eine fulminante Bedeutung hat. Manchmal habe ich das Gefühl, wir sagen das so im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Also das sagt man auch so dahin, aber hey, also wenn ich mir echt mal überlege, im Namen des Vaters, also wenn man jetzt glaubt, ne, also gehen wir mal davon aus, wir glauben alle, im Namen des Vaters. Und da müsste man eigentlich schon eine Generalpause machen, des Sohnes. Und da muss man nochmal, das muss er erstmal verarbeiten, ja, und des Heiligen Geistes. Und danach muss man gar nichts mehr sagen. Also wenn ich glaube, für den ist die Metapher auch nicht irgendwie sinnvoll, aber ja, zumindest leben wir in einer Kultur, wo es Leute gibt, die glauben. Und das ist hier genauso, finde ich. Also man muss, nachdem wir das mal sagen, auch mal einen Atem anhalten, was bedeutet das eigentlich? Unsere Haltung ist eine tiefe Trance-Induktion. Wenn ich der Überzeugung bin, dass Veränderung ganz lange braucht, weil ja das Problem so lange braucht, um sich zu lösen, wie es gebraucht hat, zu entstehen. Das ist ja so.
Ne? Ist ja, das ist ja eine Wahrheit. Ne? Und das, was ganz schlimm ist, muss man tief und lange bearbeiten. Das ist ja eine Wahrheit. Ne? Und wenn es schnell geht und dann noch leicht und vielleicht sogar noch Humor dabei war, dann kann das ja nichts gewesen sein. Ne? Das ist eine Wahrheit, die mir auch ganz tief in meinen Zellen klar ist. Ne? Oder auch nicht. Ja, meine Beobachtungen sind nämlich komplett andere. Handwerkszeug versus Musikinstrument. Das muss ich mal sagen, ist mir heute Nacht eingefallen. Im Traum, als ich auf, kurz aufgewacht war. Ich finde diese Idee gut von Toolboxen. Ich spreche auch immer von Hammer und so. Ne? Aber meine Beobachtung in der Vermittlung von... Ich würde auch sogar sagen, ich habe den Leuten ja Handwerkszeug vermittelt mit PEP. Ne? Das sind Tools, würde ich echt sagen. Ich sehe das ab heute Nacht komplett anders. Und ich war begeistert auch für ein Buch, die Toolbox, da freue ich mich riesig drauf, weil ich das total wichtig. Wir haben die klassische Psychotherapie-Sozialisation hatte zu wenig Tools, das muss man sagen. Und Bernhard wollte ja meine Tagung Tools for Tooligans machen, oder Matthias, finde ich super, sollten wir machen. Weil wir brauchen Tools, definitiv. Aber Tools implizieren sprachlich und damit realitätskonstituierend, das ist ein Handwerk, ein Hammer kann jeder in der Hand nehmen und was einschlagen. Mein Gefühl ist aber, dass wir keine Tools haben. Wir haben Musikinstrumente. Wir haben Instrumente. Und jedes Instrument braucht mehr, um es gut zu beherrschen. Also deswegen würde ich da auch mal einladen, eben vielleicht von einer kleinen Musikalienhandlung zu sprechen, als von einem Werkzeugkasten. Danke. Ansprache, ich bin komplett begeistert, ich muss echt sagen, ich bin komplett begeistert von dem, was Stephen Porges macht. Ich könnte niederknien, weil es eine Brücke schafft, die ich mir, und ich bin ja auch Mediziner, ich habe Medizin studiert, ich bin ja auch so sozialisiert irgendwie, und auf einmal ist da einer, der das öffnet und der die Verbindung schafft. Ansprache und Stärkung des Social Engagement Systems durch positive Bindungserfahrung nach Porges. Würdigung des Leids bleibt natürlich wichtig. Das ist ein No-Go, das kann man nicht weglassen. Also das muss geschehen in jedem Ansatz. Nur wir dürfen auch nicht zu lange in der Würdigung des Leids bleiben. Würdigung des Leids bei gleichzeitiger Haltung von Zuversicht, Leichtigkeit und Humor. Halte ich für extrem wichtig. Wir könnten eine Stunde über diese Aspekte reden und wie die Polyvagal, was die für Auswirkungen haben, mache ich jetzt nicht. Denn wo Humor ist, kann keine Gefahr mehr sein. Das ist ein ganz wesentlicher Aspekt, den Stephen Porges beschrieben hat. Wo Leichtigkeit Humor ist, wo das Spielen geschieht, wissen wir auf tiefer Polyvagaler, ventral-vagaler Ebene, hat unser Körper und damit große Teile unseres Gefühls zu uns verstanden, es ist keine Gefahr mehr da. Das kann ich nicht als unspezifischen Wirkfaktor in der Psychotherapie benennen. Das ist absurd. Und Humor ist ein Menschenrecht. Ja? Wo kommen wir denn dahin? Was, alle dürfen Humor, wir leben in einer Witzegesellschaft, obwohl ich mit Witz nicht mit Humor gleichsetzen möchte. Und jemand, der die Hölle gesehen hat, der darf keinen Humor erleben? Was ist das denn für eine Ungleichheit? Was der Körper als Spiel erlebt, bedeutet für ihn keine Gefahr mehr. Ich habe das intuitiv immer gemerkt, weil ich so gearbeitet habe. Ich habe übrigens oft gedacht, das ist ganz falsch, wie ich arbeite. Und das hat mir ja keiner so beigebracht. Ich bin ja Klassenkasper im ersten Beruf. Ne? Hier in der Schule, ich bin ja totaler Schulversager, nach der 8. Klasse aus der Schule geflogen, war in einer Klasse für schwer erziehbare Kinder, die von der Rektorin geleitet wurde. Da waren Drogenabhängige, Behinderte, Ausländer und Michael Bohne drin. Nach der 8. Klasse bin ich da rausgegangen. Also mein Selbstkonzept übrigens war nicht, ich bin echt eine coole Sau. Also ich bin sowas von begabt. Ich starte nochmal voll durch. Ne? Nee, ich habe ein ganz anderes Selbstkonzept gehabt zu der Zeit. Ja? Und das ist übrigens auch kontextabhängig, was ein Mensch von sich hält. Jetzt verstehe ich, warum ich in der Schule so schlecht war. Übrigens auch, weil die Räume so unwirtlich waren. Das waren keine einladenden Räume. Ne? Keine Entschuldigung. Also ich bin dissoziiert in vielen Klassenzimmern. Da war keine Seele drin. Und da bin ich einfach, da ist meine Ich-Grenze, könnte man auch sagen, echt ein bisschen verletzlich in dem Bereich. Ja? Ich habe übrigens die Stühle hier hingestellt, weil wenn das da leer ist, habe ich das Gefühl, das ist irgendwie ein totes Loch. Ja? Das benutzen wir gar nicht. Mein Lieblingstechniker hat gerade gesagt, was machen Sie mit den Stühlen? Gar nichts, die stehen da nur, damit das nicht so ein totes Loch ist. Ne? Also atmosphärische Gestaltung. Social Engagement System, Ansprache, auch über wohldosiertes und vokales und visuelles Bonding. Was meine ich damit?
Und man könnte wieder stundenlang über das reden, was Stephen Porges erzählt hat. Kann man sich aber auch alles so angucken wieder. Vokales Bonding heißt, Porges hat gesagt, wenn jemand entspannt ist, dann hat er eine hohe Stimmvarianz. Und auf polyvagaler Ebene, wenn mir mein Gegenüber eine hohe Stimmvarianz hat, dann spürt mein Nervensystem, hey, ist okay, wir sind in Sicherheit. Und das ist tausendmal wirksamer, als über die Großhirnrinde top-down was zu verstehen. Wenn ich im Stress bin oder sogar Angst habe oder Todesangst, ich weiß nicht, wer von Ihnen mal in Lebensgefahr war oder Todesangst hatte, unsere Stimme wird ziemlich schmal, die wird ziemlich eng. Wir haben eine ganz geringe Varianz, können wir messen, müssen wir Stimmvarianzanalysen machen. Ne? Und wenn jemand im Stress ist, also ich könnte mal sagen, okay, meine Damen und Herren, vielen Dank, dass Sie da sind, ich würde gerne mit Ihnen jetzt eine schöne Entspannungsübung machen. Bitte lehnen Sie sich einfach mal zurück. Wir machen jetzt einfach einatmen und dann wieder ausatmen. Einatmen und ausatmen. Und dann, und alles, was Sie erlebt haben, ist gar nicht schlimm. Das ist alles nur abgespeichert, falsch abgespeichert im Gehirn. Wir können da, wir haben neue Techniken entwickelt, mit denen wir das alles gut auflösen können. Bitte lehnen Sie sich einfach mal zurück. Ach so, Sie haben was Traumatisches erlebt. Ach so, okay, ja, ich glaube, das wirkt bei Ihnen auch, ja. Lehnen Sie sich einfach mal an. Ich glaube, das tut, wo ist die Nummer meines Supervisors? So, ne? So, was macht denn das mit Ihrem Körper gerade? Ja? Und was haben wir in Hypnotherapie immer gemacht? Ich weiß gar nicht, ob Erikson das so entwickelt hat oder muss man mal gucken. Ich weiß nicht, ob du jetzt schon ein- oder wieder ausatmest. Ja? Und während du einatmest, kann dein Körper schon wieder ans Ausatmen. Oder ein bisschen leichte Schwere. Wir haben das systematisiert, diese hohe Stimmvarianz. Und die bedeutet eben auf tiefer Ebene, es ist keine Gefahr mehr da. Das habe ich intuitiv irgendwie immer gemacht. Ich konnte es mir nicht erklären. Und ehrlich gesagt, ich habe auch immer gedacht, irgendwas mache ich auch falsch, weil das habe ich so noch nicht gelesen. Und dann das visuelle Bonding. Ich habe immer wieder gerade im Traumabereich erlebt, wenn ich mit den Leuten arbeite, und da war das Klopfen aus meiner Beobachtung schon mal super gut, weil die Leute, die was Schlimmes erlebt haben, also im Coaching und so geht das alles, aber es ist alles viel einfacher. Also meine Beobachtung ist, wir müssen viel mehr im Traumabereich erklären, warum wir das tun, als im Coaching und auf das Coaching-Bereich. Da wirkt auch vieles übrigens ganz gut. Ne? So, da würde ich das auch nutzen. Ich nutze die gleichen Instrumente dort, aber da ist es nicht so erklärungsbedürftig vielleicht. Ich habe gesehen, dass ich dadurch, dass ich mit den Leuten, die was Schlimmes erlebt haben, meistens in Passivität, meistens in Starre, meistens in Hilflosigkeit und Einsamkeit oder Verlassenheit, wenn ich mit denen klopfe, sind die proaktiv. Und die machen eine leibliche Ich-Jetzt-Hier-Erfahrung. Und das ist enorm, das ist total wichtig. Die machen eine Selbstwirksamkeitserfahrung und sie machen dabei eine Affektregulation. Damit bin ich im Zentrum der Traumatherapie gelandet. Und dann habe ich gemerkt, dass viele sozusagen so belastendes Material immer wieder hochpoppt, auch währenddessen, dass sie sozusagen in die Dissoziation abzugleiten drohen. Da habe ich schon gesehen, das Klopfen ist antidissoziativ. Die Leute kommen viel einfacher wieder raus als mit anderen Sachen, die ich gemacht habe. Und dann habe ich intuitiv gesagt, gucken Sie mich an. Gucken Sie mich an, gucken Sie, Sie klopfen. Ja, super, atmen, atmen. Die Leute hören auf zu atmen, wenn was ganz Schlimmes kommt. Warum? Dorsalar vagus ist aktiviert nach Porges. Das ist mir jetzt erst klar geworden hier. Die hören auf zu atmen. Dorsaler Vagus aktiviert und jetzt sage ich, atmen Sie, atmen. Und jetzt die Haltung, Leichtigkeit, Zuversicht. Humor ist noch nicht da, erstmal Zuversicht. Okay, atmen, ja, gut, atmen Sie. Und gucken Sie mich an. Sie können mich angucken, Sie können aber auch weggucken wieder. Sie gestalten das, wie Sie gucken. Aber ich bin da, wir machen das. Und ich weiß, es ist anstrengend, aber wir machen das. Und ich muss es nicht alles sprachlich so sagen. Manches sage ich auch. Aber meine tiefe Überzeugung ist, da kommen wir durch, definitiv. Es wird anstrengend, es kann sein, dass wir ein bisschen heulen, schwitzen und so weiter, aber das schaffen wir. Definitiv. So. Das macht doch was auf der polyvagalen Face-to-Face-Ebene. Das ist das visuelle Bonding. Und es geht ja immer wieder darum, Leute brauchen Kontakt, die brauchen Bonding, meinen wir doch, wenn wir sagen, wir müssen die anfassen. Ich fasse auch gerne Leute an, ja, so, vor allem privat. Aber ich merke so, ich bin irgendwie. Man kann das, ich weiß es gar nicht, aber ich habe einen großen Respekt da so vor. Und ich sitze auch, weil ich so viel Raum einnehme auch. Ich nehme einfach viel Raum ein, das kriege ich auch nicht verändert. Das ist so. Und wem das nicht passt, passt auch nicht zu mir. Das Matching ist da nicht gut. Ne? Ich sitze auch relativ weit entfernt von den Leuten immer, weil die ihren Raum brauchen. Und wenn ich da zu sehr reinfunke, dann stört die das. Ich mag die nicht so anfassen. Ich finde es super und das, in jedem Kontext ist es was anderes. Aber ich habe gemerkt, es gibt andere Arten, Leute zu berühren, also zu bonden. Und da ist das visuelle Bonding
Und das vokale Bonding aus meiner Sicht, und das mache ich doch mit Säuglingen genauso. Klar, die berühre ich auch, mit kleinen Kindern. Aber ich sage auch, was mache ich denn mit dem kleinen Kind? Ich gehe in Augenkontakt, face to face, und wir sind hypnotisiert voneinander. Ich spiegel genau das, was das Kind macht in dem Moment. Das ist genau das, was Borges beschreibt. Vielleicht dürfen wir das, was wir mit unseren kleinen Kindern machen, ab und zu etwas transformiert, aber ab und zu auch mit unseren Patienten machen oder Klienten. Wie, 20 Minuten habe ich noch. Ja, dann trinke ich erstmal was. Die Stimulation des haptischen Systems mittels Klopfen von Körperpunkten aktiviert massive afferente Stimuli, also zum Gehirn hochjagende Nervenimpulse, die eine starke downregulative Wirkung auf die affektiven Erregungsmuster haben. Das ist jetzt was für die Streber unter uns, von den Wörtern her, ne? Aber man muss ja alle bedienen sozusagen. Und ein Teil von mir ist ja auch ein Streber, das muss ich ja zugeben. kann man sich ja nochmal angucken in Ruhe. Was heißt das? Also wir hatten Martin Grunwald ja letztes Mal hier auf der Tagung. Das ist, finde ich, auch einer der beeindruckendsten Forscher, die ich im Moment kenne, weil er den haptischen Kanal untersucht. Und er hat ja dieses Phänomen der Selbstberuhigung durch Selbstberührung beobachtet. Das kann ich nur empfehlen. Der hat ein super Kapitel auch in unserem Buch geschrieben. Ich mache jetzt gerade Werbung von unserem Buch. Ne? Das ist super, was er beschreibt. Und er sagt eben, ich habe ihn gefragt, Martin, was ist denn der Unterschied zwischen, ich finde ja, ob ich jetzt mit Augenbewegung arbeite, mit Klopfen oder mit akustischen Stimuli, das ist für mich ein bisschen ähnlich. Und sie sagen das im Feld auch oft, das ist ja eigentlich ähnlich. Und ich glaube, irgendwo ist es auch ähnlich. Aber er sagt komplett anders. Komplett anderer Kanal. Und warum? Haptisches System hat die allermeisten Sinneszellen. Also ein vielfaches Potenzial höher an Sinneszellen im Gehirn als der visuelle oder der auditive Kanal. Ich weiß noch nicht, was das bedeutet, aber das ist erstmal eine Information. Er sagt, wenn ich einen haptischen Stimulus setze, habe ich einen riesen Rauschen im EEG. Wenn ich einen akustischen oder einen visuellen Stimulus setze, habe ich im Grunde nur in den Rinden, Seh- oder Hörrinde, stärkere Aktivierung. Finde ich interessant. Das ist jetzt erstmal nur ein Impuls. Ja? Das ist gar nichts Abgeschlossenes, was ich jetzt sage. Deswegen finde ich den Diskurs mit solchen Leuten wie Martin Grunwald extrem wichtig. Aber das macht eben was anderes auf die downregulierende Wirkung im limbischen System. Nutzung von Embodiment auch zur Diagnostik natürlich, also physiologische Reaktion, Körperhaltung, ne? Somatische Marker, extrem wichtig. Das mache ich den ganzen Tag eben auch, wenn ich das ernst nehme. Und vor allem aber auch Intervention zu einer körperlich evidenten Erfahrung von Selbstwirksamkeit. Darum geht es doch. Mein Körper hat es gerade erlebt, wenn ich das mache. Also kann man sagen, die Haltung von Leichtigkeit, Zuversicht und Humor und die Aktivierung von Selbstwirksamkeitserfahrungen durch Klopfen schaffen letztendlich aus polyvagaler Sicht automatisch einen unverkennbar sicheren, aber nicht nur sicheren, das fand ich gut von Gunther gestern, sagt er, dieser sichere Ort andauernd, das ist ein super wichtiger Aspekt. Aber wenn ich im sicheren Ort bin, dann kann ich auch isolated sein. Ja? Das bringt mir gar nichts, wenn ich nicht connected bin mit den anderen Menschen. Also einen sicheren, kommunikativen Ort und auch verbundenen Ort. Das mache ich automatisch, weil diese Atmosphäre entsteht doch, wenn ich mit jemandem arbeite. Wir klopfen. Ja? Das ist doch absurd. Das sieht doch auch putzig aus, oder? Findet das jemand irgendwie seriös? Also ich habe mal eine Opernsängerin gecoacht, die meine Arbeit wichtig fand und gesagt hat, Herr Bohne, ich finde es toll, was Sie machen. Ich möchte, dass die jungen Sängerinnen und Sänger nicht so eine Berührungsangst zu dem Thema Auftrittscoaching und so haben. Und wenn Sie mich mal brauchen, geben Sie mich gern an, namentlich. Das sagt nämlich keiner. Wenn ich erzählen dürfte, wen ich alles gecoacht habe in dem Bereich, Sie würden es nicht glauben. Ja? Aber das macht man natürlich nicht. Warum? Weil es immer noch peinlich. Muss man das denn erzählen, dass ich bei Ihnen war? Ja? Und die hat ganz klar gesagt, nein, ich war in dem Opernhaus, da habe dann einen Workshop gemacht. Und die hat gesagt, können Sie machen. Ja? Dann kam NDR, hat für Kulturjournal einen Bericht gemacht über Auftrittscoaching. So was passiert. Wir sitzen hier. Sie sitzt da, ich sitze hier. Opernhaus Hamburg. Da steht die Kamera. Was machen wir zuerst? Also Kontakt, Bonding. Ja? Also ne, Rahmung. Ey, super, dass Sie da sind. Toll, ich freue mich so. Und also Gestaltung eines schönen, sicherheitsspendenden Raumes. Die erzählen gleich ein bisschen was Persönliches über sich. Ja? Können wir da mal vielleicht ein bisschen mal gestalten? Okay, und wir mochten uns eh sehr, also war das nicht so lange. Und dann haben wir was gemacht, wenn ich eine Ressource aufsuchen wollen mit einer Hypnoübung. Ich habe gesagt, und jetzt so eine Übung, in einen richtig guten Auftritt nochmal einzusteigen. Also welcher Auftritt fällt, also in so einer leichten, sagen wir mal, Fokussierungstrance, welcher Auftritt fällt Ihrem unbewussten musikalischen Gedächtnis ein, wo es richtig gut gelaufen ist?
wo es richtig gut war. Vielleicht sind es mehrere, aber dann ist man neugierig, zu welchem Auftritt sie hinzieht. Und dann sagte sie, ja, ich habe in Südamerika, ich weiß nicht mehr in welchem, in einem Opernhaus war die Salome gesungen. Sag ich, gehen Sie da doch nochmal hin. Lassen Sie uns doch mal in Gegenwart darüber sprechen, wenn Sie da nochmal hingehen. Wie ist denn das da? Und dann erzählte sie, ich kam die Treppe runter oder ich komme die Treppe runter. Das Orchester fängt an zu singen. Ich nehme Kontakt zu meinem Text auf. Und ich weiß, in 3-4 Takten lege ich los. Und sie hat erzählt, wie sie Treppe runterging. Und ich habe eine Gänsehaut gehabt. Ja? Ich habe die Musik im Grunde gehört. Und dann kam die Kamera da und ich dachte so, ey, ist das cool. Ich mache gerade eine richtig gute Hypnoübung. Ich habe das echt elegant. Das ist doch geil. Das ist doch elegant. Also mit Hypno zu arbeiten, finde ich total elegant. Ja? Und es ist auch auf so vielen Ebenen, muss man da auch wirklich auch wach sein. Ne? Die Sprache, die Modulation der Stimme, die Bilder, sie sagt immer wieder wahr, ich sag mal, und genau, und wie ist das da drin? Also ich muss so viel beachten. Ich finde es ganz schön komplex, ehrlich gesagt. Und ich habe das, finde ich, in dem Moment gut gemacht. Ja? Und ich sah mich so durch die Kamera, wie die Zuschauer mich sehen, und ich dachte, das ist cool hier. Ja? Und meine Rampensau, ja, ich habe ja so einen kleinen Anteil Rampensau in mir, fand das gerade richtig gut. Ja? Dann kam ein belastendes Thema auf und ich habe mit dem Klopfen gearbeitet. Und das war gut, wir waren gut im Kontakt, das wirkte. Und dann guckte ich mich, weil ich ja nicht so viel zu tun habe währenddessen, guckte ich mich durch die Kamera an. Und ich dachte nur so, wieso haben meine Eltern so viel Geld in meine Ausbildung gesteckt, wenn ich nachher sowas Absurdes mache, ja? Sowas Profanes. Also das ist nicht elegant, das ist wirklich nicht elegant, aber es wirkt extrem gut. Ne? Okay, vielleicht so viel dazu, ja. Mein Plädoyer, die Nutzung der nichtsprachlichen, hochspezifischen Wirkfaktoren. Ja, hochspezifischen öffnet Türen, die sich bei Nichtbeachtung nur schwer öffnen lassen. Ich bin dringend dafür, ich habe vorhin ein mich komplett beeindruckendes Interview mit Gary Bruno Schmidt führen dürfen zum Thema psychogener Tod und psychogene Heilung. Das ist der Hammer. Ich habe es jetzt verstanden in dem Interview. Es wird ja auch hochgeladen. Ich habe echt verstanden, welche Stufen das sind. Und ich bin jetzt noch ganz ergriffen davon, weil ich habe es immer nicht verstanden, was ist das. Und jetzt habe ich es verstanden. Und er spricht ja auch vom Placebo-Effekt. Und ich finde den Begriff nicht gut. Wir entwerten etwas, wenn wir diesen Begriff benutzen, finde ich. Wir bewerten, also, was ist denn das psychogene Heilung? Was ist sozusagen Heilung durch Selbst, also durch Aufmerksamkeitslenkung, biologisch nachweisbar, ja? Hormonell nachweisbar, epigenetisch nachweisbar. Also kann man das mal anders nennen als Placebo-Effekt? Das ist despektierlich. Warum denn? Die Pharmaforschung, und immer ganz abgesehen, ich könnte jetzt ganz viel Kritisches über die Pharmaindustrie sagen, aber ich habe auch ganz viel Dank natürlich, weil wir sind doch wo wir stehen, sind wir doch auch, weil wir so unheimlich gute Medikamente haben. Vielen Menschen hat es das Leben gerettet. Also, aber gleichzeitig sollten wir nicht alles abnicken, was aus der Richtung kommt. Und schon gar nicht darf die Pharmaindustrie die Ausbildung in der Psychiatrie bestimmen. Das ist aber nach wie vor noch so. Ja? So, und wenn man das mal sozusagen, Placebo-Effekt ist das, was stört. Na, der macht mir meine Statistik kaputt. Wo ist der Wirkfaktor im Medikament? Und Placebo heißt ja, ja, da ist ja nichts drin. Da ist ja nichts drin. Das kann ja gar nicht wirken. Das ist doch das Bild, was entsteht bei Placebo-Effekt. So, und jetzt sagen wir, Psychotherapeuten nutzen Placebo-Effekte. Wer fühlt sich jetzt gerade gewertschätzt? Ich würde gerne eine kleine Statistik machen. Wer fühlt sich gerade gewertschätzt durch diese Formulierung? Psychotherapie arbeitet mit ganz tollen Placebo-Effekten. Komisch, oder? Also wir brauchen ein neues Wording, glaube ich. Gary, bist du da? Ja? Wie hieß das, was dein Kollege aus der Schweiz gesagt hat? Sanabo-Effekt. Sanabo-Effekt, von Sana, Heil. Sanabo-Effekt, das ist ein neues Wort. Ich weiß nicht, ob es das letztendlich ist, aber Sanabo-Effekt, das ist ein neues Wording. Das heißt, Bernhard würde sagen, es ist eine Musterunterbrechung unserer Denkprozesse. Sanabo-Prozess, was ist denn das? Klingt erstmal schön fremdländisch, ne? So ein bisschen, es ist ja, glaube ich, lateinisch wahrscheinlich, ne? Sanabo, ja klar, es ist ja lateinisch, ne? Ha, das ist schon mal gut, ne? Medizin hat ja früher nur lateinisch gesprochen. Sanabo-Effekt, was ist denn das? Und jetzt erklärt man das genauso nach diesen Stufen, die Gary da unheimlich beeindruckend entwickelt hat. So, jetzt habe ich eine andere Realität konstruiert.
Das ist für mich, ich bin im komplett anderen Film gerade. Ja, danke. So viel brauche ich gar nicht. Also da würde ich dringend zu einladen. Vielleicht, also das kann nicht ein Mensch machen. Ich glaube, an uns ist es jetzt mal zu sagen, das sind keine unspezifischen, sondern hochspezifische Wirkfaktoren. Ja, wir sind Menschen und nicht irgendwelche Maschinen. Wir haben uns Maschinenmodellen untergeordnet. Das ist ein Skandal eigentlich. Müssten wir eigentlich sagen, auch wenn wir lange, lange Zeit Maschinenmodelle genutzt haben für uns Menschen. Achtung, schätze ich mich jetzt trotzdem noch so ein bisschen, so ich bin. Ne? Das ist eine Intervention bei Pep. Okay, ja. Ich lade Sie ein mit dem Klopfen, aber nicht nur mit dem, sondern mit all den anderen nichtsprachlichen, bifokalen, multisensorischen Interventionstechniken noch mehr zu arbeiten. Bitte keine Grenzscheu. Ich bin kompletter Fan vom Klopfen. Das hat aber was mit meiner Persönlichkeitsstruktur zu tun. Wir haben, übrigens, das würde ich gerne noch mal sagen, danke, ich habe doch noch 10 Minuten. Die Methoden und Techniken in der Psychotherapie sind egal, haben wir immer wieder gehört. Ja? Das Dodo-Verdikt, alle waren gleich wirksam. Letztes Mal hatten wir Günther Schiepeck hier, der sagt, Dodo-Verdikt, alles ist gleich wirksam. Sag ich, Herr Professor Schiepeck, haben Sie denn EMDR und Eye Movement Integration und Klopfen und PEP und Brainspotting da eigentlich auch schon mit drin? Nee. Da muss man, ja okay, dann ist die ganze Aussage doch nichts wert. Die früheren Psychotherapiemethoden des 20. Jahrhunderts waren irgendwie alle gleich wirksam, das mag ja sein. Aber es kann auch sein, dass es immer noch so ist übrigens. Ja? Aber wir können das nicht sagen, weil wir das Neue noch nicht mit untersucht haben. Und von daher ist das eine Aussage, die wir nicht treffen können. Also von daher, ich finde es aber gut, weil es meiner Struktur, also Psychotherapiemethoden sollen nicht wichtig sein, das ist totaler Quatsch. Ich würde sagen, die Psychotherapiemethoden und Techniken sind extrem wichtig, extrem. Aber nicht für den Patienten, sondern für uns. Warum? Es gibt zum Beispiel ganz, ganz viele Ansätze, Methoden, Ausbildungsschulen, die ich extrem und sehr schätze und meinen Teilnehmern übrigens immer empfehle, das auch noch anzugucken. Ich könnte so aber nicht arbeiten. Ich könnte so nicht arbeiten, weil ich so bin, wie ich bin. Und letzten Endes habe ich mir ja meinen eigenen sozusagen instrumental, mein kleines Kammerorchester selbst zusammengebaut. Ich wollte jetzt gerade schon wieder Werkzeugkasten sagen, habt ihr es gemerkt? Ja? Nein, mein kleines Orchester zusammengebaut, weil das für mich mit meiner Persönlichkeitsstruktur, mit meinem in der Welt sein, mit meinen Vorlieben, mit meinem Kommunikationsstil super passt. Und da ist jeder anders. Und wenn man jetzt Bessel van der Kolk gesehen hat, wie liebevoll verzückt er von EMDR, weil ich habe ihn gefragt, er spricht immer von EMDR als Traumakonfrontationsauflösetechnik und vom Klopfen irgendwie nur so als emotionale Selbstregulation. Ja, ich habe ja beides auch gemacht. Ich bin beim Klopfen geblieben, weil ich es viel faszinierender und schneller und einfacher fand. Und dass wir eben auch Traumakonfrontation in Deutschland machen mit dem Klopfen. Und dann sagte ich, machen Sie das nicht oder warum nutzen Sie das nicht? Und dann sagte er, oh, das mit dem EMDR. Und der hat lebensgeschädigt. Jahrelang hat er was gemacht, wo er Haue gekriegt hat. Und dann kommt EMDR. Und was Sie super machen, ist ja, dass Sie das so wissenschaftlich aufbauen. Ne? Und dann kommt was ich machen darf. Ne? Sozusagen der Papst der Wissenschaft hat gesagt, das ist jetzt seriös, das kann man machen. Okay. Und dann zeigte er, wie er da Patienten behandelt mit EMDR. Und er hat ein Glücksgefühl im Gesicht gehabt. Das ist doch super. Das ist doch super. Also da kann man doch nicht sagen, das eine ist besser als das andere. Für ihn ist das total geil und für mich ist das geil. Also, ne? Also lade ich ein, damit zu experimentieren, denn das könnte dazu führen, dass sowohl ihre Klientinnen als auch sie selbst mehr Freude und Leichtigkeit an der Verbesserung der Lebensqualität ihrer Klientinnen haben beim Arbeiten. Denn darum geht es doch letztendlich in Psycho- und Traumatherapie. Ich habe vielen Patienten gesagt, übrigens ganz kurz mal, was wir machen, ist eine Maßnahme zur Verbesserung der Lebensqualität. Ne, weil dann immer so, oh, Psychotherapie macht Angst, aber eine Maßnahme zur Verbesserung der Lebensqualität macht keine Angst. Okay, ich könnte noch viel sagen, mache ich aber nicht, ich höre ein bisschen früher auf, ich glaube 5 Minuten hätte ich noch, die schenke ich Ihnen für eine Pause und für den Austausch und dafür, dass Sie Ihren Körper so richtig schön verwöhnen und ihn gut gehen lassen und das Essen und Trinken gehört ja auch dazu oder mal einen umarmen oder einfach mal angucken und lächeln oder was auch immer. Ganz viel Spaß. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Eine richtig schöne Tagung noch, ein begegnungs- und genussreiches Tagungsfest heute Abend. Und alles Gute. Ganz vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Danke.